Leute, ich bin's wieder, euer Knollte. Heute haben wir ein ganz, ganz tolles Thema. Lohnerhöhung. Lohnerhöhung. Wer freut sich da nicht drüber? Wer freut sich da nicht drauf? Und wenn dich interessiert, wie man am meisten rausschlägt, so mindestens 600 Euro, dann solltest du ganz schnell ein Abo dalassen. Abo ist gut, Kommentar und Like natürlich auch. Ist immerhin der beste Lohn für einen Künstler, ne? Obwohl, ich bin ja gar kein Künstler, ich bin ja eine Laberbacke, aber egal, kannst du trotzdem machen. Also nach dem Intro wird dir der Herr Kantnerrück auf jeden Fall erzählen, wie du am meisten bei deinem Chef rausholst. Mindestens 600 Euro. Bitteschön. Was? 600 Euro? Wo träumt der denn von? Das klappt doch überhaupt nicht, niemals nicht. Das kleine Männchen, das muss doch streiken für 3,5 bis 4,5% unterm Strich. Und was ist denn das? Nehmen wir mal an, du verdienst 3000 Euro brutto. Dann kriegst du sage und schreibe bei 4,5% 135 Euro mehr. Brutto. Dann rechnen wir mal großzügig, hast 80 Euro mehr in der Tasche. 600 Euro. Wo träumt der denn nicht von? Ja, aber Herr Ragnarök, das funktioniert. Das funktioniert sogar total easy. Du musst nicht mal deinen Chef fragen. Du genehmigst dir das selber. Habe ich schon gesehen. Ja, wirklich. Das funktioniert. Na, wo soll das denn funktionieren? Chef nicht fragen. Und selber genehmigen. Ja, wo arbeitest du denn? Herr Ragnarök, ich arbeite doch nicht. Ja, nicht so, wie du meinst, ne? Aber hier oben ist natürlich auch immer viel zu tun. Ne? Also, und ich mache das hier oben ja auch ehrenamtlich, da kriege ich ja gar nichts für. Also ist das keine Arbeit, ne? Aber guck doch mal nach Berlin. Sobald da irgendein neuer Hampelmann irgendwas Neues zu sagen hat, da gibt es 600 Euro. Die nennen das dann Diätenerhöhung. Ja, und jeder, der das auch will, sollte schleunigst in die Politik gehen. Ach, Politik, da kann doch nicht jeder rein. Da musst du doch gut lügen können. Weißt du doch. Gut lügen. Und gut schmieren. Und gut Jobs zustachen. Ja, aber normal kann jeder Politiker werden. Jeder. Muss nur mal den Arsch bewegen und sich aufstellen lassen und sich wählen lassen. Natürlich ist so ein Wahlkampf ein bisschen Arbeit. Ja, aber man wird das wohl überleben, das bisschen. Ist auf jeden Fall weniger wie so in der Fabrik zu malochen, ne? Denk ich mal. Und dann kriegst du auch deine Diätenerhöhung. Und den Zuschuss noch und den noch. Und wenn keine Posten mehr frei sind, dann werden einfach neue geschaffen. So wie in dem Fall von dem Grünen da dieser. Ha, wie heißt er noch? Ich komm schon wieder nicht auf den Namen von den Grünen da. Dieser Ali. Nein, Ali heißt er nicht, ist ein Ali. Da aus der Türkei kommt er ja weg, da der. Mit Bier war das nichts, aber so ähnlich, ne? Ja, der ist jetzt Ernährungsminister. Ernährungsminister. Ist so eine tolle Sache. Ja, warum dann nicht ein Straßenfegerminister oder ein Putzfrauenminister oder Klomannminister oder ein Stewardessminister? Man kann ja die Pöstchen schaffen. Und dann kriegen wir alle 600 Euro mehr. Schläfst doch schlecht, mein Freund. Ernährungsminister, gibt's hier wirklich? Hab ich ja noch gar nichts von gehört. Muss aber jetzt runter. Der Jamaika-Ampel, bum, tabum, Regierung wieder neu sein, ne? Ja, selbstverständlich, sag ich doch. Wenn Posten fehlt, werden Posten geschaffen. Das ist ganz einfach. Und wenn 8 Millionen auf einmal in der Politik sind, werden 8 Millionen neue Posten geschaffen. Ah, und wer zahlt das? Dann gibt's ja keine Steuerzahler mehr. Ja, doch. Wir holen uns doch dann noch mit Flüchtlingen, Asylanten und Fachkräften aus dem Ausland ran. Ja, die gehen ja dann arbeiten. Dann müssen halt Flüchtlinge was tun und nicht auf der faulen Haut liegen. Nee, und dann können wir alle Deutschen, können dann Politiker werden. Ja. Ja, dann müssen sie halt den Bundestag noch ein bisschen größer bauen. Oder, ach nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Wann siehst du denn da mal den Raum richtig voll? Eigentlich nie. Also, und wenn doch mal alle wollen,
da muss man mehrere Veranstaltungen machen. Da muss man ja nicht gleich wieder für neu bauen, ne? Also ich finde das toll, 600 Euro. Und das Schöne ist ja, normalerweise ist ja der Deutsche, Michel, ist ja der Chef von den Politikern. Haben die gefragt, dürfen wir? Nö, haben sie selber gemacht. Also, wenn du Fabrikarbeiter bist, Autoschrauber, Putzfrau, sonstigen, Bäcker, Verkäufer, Schiedigor, geh nach deinem Chef, ab morgen 600 Euro mehr oder ich mach nichts mehr. Und wenn du mir die mehr gibst, verspreche ich dir, dann mache ich gar nichts mehr, dann mache ich auch nichts verkehrt. Leute, dieser Knollte, der absolut Hammer. Also, ich denke mal, ihr könnt jetzt mal schnell ein Abo dalassen, Like und Kommentar. Ja. Sonst verpasst ihr noch was von dem Schwachkopf da. Also, ich für meinen Teil habe genug gehört von dem und verabschiede mich hiermit schon mal. Ne? Also, tschüssi. Ja. Herr Ragnarsson, der geht wieder. Und der Köter fällt auch direkt mitten in die Aufnahme. Ey, das ist einfach... Komm mal her, Hund. Jetzt sag den Leuten mal schönen guten Tag, wenn ihr schon Randale macht. Nee, willst du nicht, ne? Ist klar. Nein, der will nicht. Der will nicht mit euch schnattern. Ja, also, denkt dran, geht in die Politik, holt euch eine Diätenerhöhung oder wie ihr das auch nennen mögt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und das solltest du auf gar keinen Fall mal vergessen, ne? Weil dann geht es wahrscheinlich um die zwei großen R's, die dich versklaven. Also abonnieren, liken, Kommentar da lassen. Tschüss!